ich bin halbnackt in einem Käfig mit einem anderen Mann eingesperrt. Wenn ich nicht selber an mich glaube, wer glaubt dann an mich? So. Und diesen Glauben an mich, den hatte ich verloren. Dem, was ich schon alles erlebt habe in meiner Karriere und seien es die Niederlagen und meine erste Zeit in der UFC, dann die schwere Krankheit, kann ich den Kampf gar nicht verlieren. Nach so vielen Niederschlägen, vor allem jetzt auch nach diesem gesundheitlichen Niederschlag, wieder aufzustehen und wieder zurückzukommen, wieder in diese Halle einzumarschieren vor 10.000, 15.000 Zuschauern, das ist das, worauf ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe. Das ist die Erfüllung meiner Träume. Das wird jetzt passieren und ich bin so guter Dinge, ich kann den Kampf gar nicht verlieren. Ich bin mir sicher. Ich bin 27 Jahre alt und ich lebe hier in meinem Gym. Also das Gym hier ist mein zweites Standbein. Von Beruf bin ich professioneller MMA-Kämpfer. Mein Opa war Boxer. Mein Geburtstagsgeschenk zum ersten oder zum zweiten Geburtstag waren kleine Boxhandschuhe und ein kleiner Boxsack. Also bei mir ging das Kampfsporttraining schon als Baby quasi los. Ich habe angefangen mit Judo, habe ein bisschen Kung-Fu gemacht, ich habe geboxt und Kickboxen trainiert. Und eines Tages kam dann im Fitnessstudio ein älterer Kumpel zu mir und hat erzählt, er macht Streetfight. Und die ersten Wochen, als ich das trainiert habe, dachte ich wirklich, wir trainieren hier Streetfight. Dann irgendwann mal haben mir die halt erklärt, das ist Free Fight und nicht Street Fight. Und ja, es waren natürlich die Anfangsschritte hier in Deutschland. Das war vor über 10 Jahren. Da war die Szene noch nicht so weit entwickelt und natürlich war unser Training auch noch nicht so gut. Und Schritt für Schritt haben wir das dann alle zusammen eben weiterentwickelt, bis wir jetzt eben hier gelandet sind. Wenn jemand wirklich kämpfen lernen will und das in allen Bereichen, also heißt im Stehen, im Clinch und auf dem Boden, dann muss er MMA trainieren. Das ist für mich die ultimative Kampfsportart. Mein erster MMA-Fight, da war ich gerade 16 Jahre alt. Also ich war eigentlich noch zu jung, um da offiziell mitkämpfen zu dürfen. War dann mir aber in dem Moment egal. Und 2 Monate später stand ich dann das erste Mal im Ring. Das waren damals noch Vale-Tudo-Regeln, also mit Tritten zum Kopf am Boden. Also so gut wie alles erlaubt. Man durfte sogar noch damals Haare ziehen im Jahr 2004 in Leipzig. War natürlich der Held, als ich zurückgekehrt bin mit einem Fight in einem richtigen Ring vor Tausenden von Zuschauern. Es war ein richtig geiles Gefühl. Also damals ging es gar nicht so darum zu gewinnen und zu verlieren, sondern es ging eher darum, sich zu beweisen und es sich selber zu beweisen, dass man eben das Zeug hat, in den Ring zu stehen und im, sag ich mal, härtesten Kampfsport der Welt überhaupt bestehen zu können. Und das mit 16 schon erlebt zu haben vor so vielen Zuschauern war ein sehr, sehr gutes Gefühl und hat mir sehr viel Selbstbewusstsein für meinen Alltag gegeben. Vor dem ersten Kampf wusste ich nicht, worauf ich mich einlasse, aber danach wusste ich, dass der Sport, den ich jetzt erstmal die nächsten Jahre machen will, dass ich irgendwann Profi werde und davon leben kann, daran habe ich damals nicht gedacht. Ich hatte ja noch Ausbildung vor mir und Zivi und wollte das auch machen und erst als ich dann ein bisschen älter geworden bin, dachte ich dann, gut, das mit dem Profikämpfer, das wird mein Ding. Also Peter und ich kennen uns jetzt seit 2008. Wir haben uns in Erfurt bei einem Wettkampf kennengelernt und waren uns gleich sympathisch und seitdem kümmere ich mich um seine Belange. An meinem 22. Geburtstag haben wir uns zum Essen getroffen und dort ist mein Manager eben auch hingekommen und dann, bevor es den Hauptgang gab, lag dann der UFC-Vertrag auf dem Tisch und hat halt gesagt, gut, die UFC kommt jetzt nach Deutschland, nach Köln, du hast die Chance. Und also quasi zum Geburtstag erfuhr ich dann, dass ich
bald in der UFC kämpfen werde. Er hat praktisch den Vertrag an seinem 22. Geburtstag unterzeichnet. Und das war auf jeden Fall das beste Geburtstagsgeschenk, was ich bisher bekommen habe. Und ist damals ins kalte Wasser gesprungen. Die Situation war die, es gab einfach keine Alternativen. Er war der beste deutsche Nachwuchskämpfer. Die UFC wollte unbedingt einen jungen, aufstrebenden, talentierten Mann. Ich war zu der Zeit in dem Jahr ungeschlagen, habe 4 Kämpfe alle vorzeitig gehabt, habe auch gute Jungs besiegt und habe eben die Chance bekommen, in der höchsten Liga des Sports zu kämpfen. Ich habe mir keine großartigen Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, klar, die Herausforderung nehme ich an, auch wenn ich zu der Zeit kein Profi war, sondern eben ich war Schüler. Aber ich dachte, ich habe das in mir, ich nehme die Herausforderung an, und mit 22 habe ich dann meinen ersten Kampf in der UFC gehabt. It's a really hard thing, your first UFC run, you know? People tell you, it's really wrong, it's terrible advice. People tell you, hey man, if you lose 2 times, you're out of UFC, you know? You're out. If you lose 1 time, maybe you're out. If you have this in your head, you're not going to be a good fighter, you know? Dieser ganze Druck, der damals auf mir gelastet hat, war einfach zu dem Zeitpunkt zu viel für mich, und deshalb habe ich auch meinen ersten Anlauf in der UFC vergeigt. Ich hatte 3 Kämpfe, habe alle Kämpfe nach Punkten verloren. Konnte natürlich auch in manchen Kämpfen auch die eine oder andere gute Aktion bringen, aber es hat leider niemals zu einem Sieg gereicht, und nach 3 Kämpfen wurde dann mein Vertrag aufgelöst und ich wurde dann wieder sozusagen auf den freien Markt rausgeworfen. Wie so eine zerplatzte Seifenblase, ja. Der Traum eines MMA-Kämpfers ist es, in die UFC zu kommen. Der Traum ist es, da sich festzukämpfen oder vielleicht sogar den Titel zu gewinnen. Und diese Anforderung habe ich natürlich auch an mich selber gestellt und konnte sie nicht erfüllen und war natürlich auch enttäuscht. Das hat sich irgendwie in meiner Psyche so festgesetzt. Ich bin ein Verlierer. Ich habe 3-mal am Stück verloren. Ich war davor nicht gewohnt zu verlieren. Ich habe davor nicht verloren, nur ein einziges Mal, und damals war ich noch 17, und alle anderen Kämpfe konnte ich gewinnen, sei es im Grappling oder im MMA, und ich war das Verlieren einfach nicht gewöhnt. Und das war für mich eine neue Situation, mit der ich Schwierigkeiten hatte, zurechtzukommen. Und wenn man Selbstzweifel hat, sollte man nicht in den Käfig steigen. Wenn man in den Käfig steigt, muss man denken, dass man der stärkste Mann auf der Welt ist und jeden, der voreingestellt wird, wegfegt. Auch wenn es vielleicht nicht der Fall ist, aber diese Einstellung benötigt man meiner Meinung nach, wenn man kämpfen geht. Ich meine, ich bin halbnackt in einem Käfig mit einem anderen Mann eingesperrt. Wenn ich nicht selber an mich glaube, wer glaubt dann an mich? So. Und diesen Glauben an mich, den hatte ich verloren nach den 3 Niederlagen in Folge. War natürlich nicht leicht, aber als ich dann im Bett lag morgens und irgendwie keinen Sinn gesehen habe, überhaupt aufzustehen, wurde mir schnell klar, dass das, was ich eigentlich bisher gemacht habe, schon das Richtige war. Es hat mir eben den Sinn gegeben, weshalb ich gerne aufgestanden bin und mich auf jeden Tag gefreut habe. Als ich dann eben mit dem Gedanken gespielt habe, nicht mehr weiterzukämpfen, hat mir die Motivation zum Leben einfach irgendwie ein bisschen gefehlt. Und eben zusammen mit dem Sportpsychologen sind wir halt wieder darauf gekommen, dass meine Fähigkeiten dadurch nicht schlechter geworden sind, sondern eben besser geworden sind. Obwohl es halt damals sportlich nicht so erfolgreich lief, war es eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, und auch rückblickend würden wir alles wieder genauso machen. Ich wäre niemals so gut, wie ich heute bin, wenn ich das damals nicht durchgemacht hätte. So now Peter's like, he's mature beyond that point. Much as I am now. Und das konnte ich dann auch in meiner nachfolgenden Karriere unter Beweis stellen. The great thing about this sport is that, you know, getting cut from the UFC isn't like getting cut from the NFL, or I don't know a lot about soccer, but I would assume soccer too. When you get cut, you know, you really can't come back. In this sport, you can be cut from the UFC, you go get a few more wins, and you come back, and you get another shot, you get another opportunity. Ich habe mir selber gesagt, wenn ich zurück in die UFC will, muss ich alles, was mir hier in Europa vor die Fäuste gesetzt wird, einfach wegfegen. We'll be right back.
Kampfzeit von insgesamt 7,5 Minuten. Also ich konnte alle in der ersten Runde finalisieren. Morgen lasse ich das Training mal ausfallen. Irgendwie bekomme ich nicht so gut Luft. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich habe ich eine Verstopfung. Das war irgendwie mein Gedanke. Naja, und dann ein paar Stunden später lag ich dann unter Messer. Die Symptome habe ich schon längere Zeit gespürt. Und ich hatte auch immer wieder Bauchschmerzen, einen aufgeblähten Bauch. Aber habe das irgendwie auf Training, falsche Ernährung oder vielleicht habe ich was Falsches gegessen, was Falsches getrunken. Ich war kurz vorm Kampf, da tut einem mal der Bauch weh. Ich habe das Ding einfach ignoriert. Es hieß zu mir, ich bin vor Mitternacht wieder wach und wache eben auf. Es war 11 Uhr und als ich aufgewacht bin, war 5 Uhr. Das war meine erste Frage, als ich nach der OP aufgewacht bin, habe ich gesagt, wie viel Uhr ist es? Und dann haben die gesagt, 5 Uhr. Und dann war mir gleich klar, oh, irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann meine nächste Frage an den Arzt war, und alles gut? Und dann hat er gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir reden später. Es könnte was Harmloses sein, es könnte auch irgendein Krebs im Endstadium sein, haben die gesagt, die wissen es nicht, die haben keine Erfahrung damit, obwohl es ein sehr gutes Krankenhaus war, wo ich war. Und da lag ich dann einfach eine Woche im Krankenhaus und musste warten, was denn da nicht richtig war. Man ist da in so einem geistig abwesenden Zustand und wartet einfach irgendwie nur, dass die Zeit vorbeigeht und dass der Arzt reinkommt und hofft, dass man eben sagt, ja, das ist nichts Schlimmes, du wirst hier wieder rauskommen, das wird alles wieder gut. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viel ans Kämpfen gedacht. Ich habe einfach nur gebetet und gehofft, dass ich wieder gesund werde. Und alles andere war in dem Moment unwichtig. Das Ärzteteam hat vermutet, dass es ein Tumor ist, der eben dann irgendwie so ausgeweitet war. War es dann zum Glück nicht. Mein Darm wurde von einer Bakterie befallen, die sich Actinomycose nennt. Und die Stellen, die eben befallen sind, die sind dann entzündet und die fangen an zu eitern. Und bei mir ist es dann bis hoch an die Bauchdecke gegangen und dann irgendwie mit den Lymphknoten zusammengeschmolzen. Die haben mir einen faustgroßen Klumpen aus dem Bauch geschnitten. Und ein paar Wochen später wurde ich dann aus dem Krankenhaus entlassen. Hatte eine lange Regenerationsphase, bis ich wieder erstmal überhaupt aufrecht laufen konnte und bis ich trainieren konnte. Ich habe mir gesagt, so lange, wie es eben benötigt, um wieder gut zu werden, so lange geht es. Das einzigste Problem war, dadurch, dass diese Bakterien und dieser Keim so selten sind, wusste keiner der Ärzte so wirklich, wie man damit umgehen soll. Manche haben mir gesagt, ich muss aufhören, Sport zu machen, weil das Rückfallrisiko zu groß ist. Andere Ärzte haben mir Mut gemacht. Auf jeden Fall war dieser Punkt gekommen, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Gehe ich nochmal in den Sport zurück, probiere ich nochmal nach oben zu kommen und riskiere eben dadurch, dass es eventuell einen Rückfall gibt, oder schiebe ich ab jetzt eine ruhige Kugel und lasse es gut sein. Für mich war die Entscheidung relativ leicht. Ich habe gesagt, lieber einen Tag als Löwe, als den Rest des Lebens als Schaf. Bin dann zurück ins Training eingestiegen und seitdem mache ich mir auch keinen Kopf mehr. Ich akzeptiere das, dass es so ist. Die Krankheit kann zurückkommen, aber darüber mache ich mir erst den Kopf, wenn es soweit ist. Wenn es nicht kommt, spukt es auch nicht in meinem Kopf herum. Auf meinen Traum zu verzichten, auf meinen Sport zu verzichten, das wäre mir sehr, sehr schwer gefallen. Und deshalb nehme ich das Risiko in Kauf, dass ich krank werde. Ich denke zwar, dass es nicht passieren wird und bin guter Dinge, aber das hat nur Gott in den Händen, was passiert. Hello from Finland. Hi from Finland, yeah. We're hanging out at the sauna and now we're going to take a bath. Yeah, they played a pretty cool joke on us. It's pretty funny, yeah, but this water is the coldest I've ever seen. It felt, actually, you can't feel it. It's a little cold. This actually really sucks, to be honest. I'm not joking. Ja, ist pretty cold. Also ich habe dann ungefähr schon 2 Monate trainiert, hatte auch schon meine ersten Sparringseinheiten hinter mir und war sogar schon in Verhandlungen für einen Kampf Ende Mai in Deutschland bei einem deutschen Veranstalter. Hätte da den Hauptkampf machen sollen, habe aber noch nicht zugesagt, weil ich eben mir noch die Option lassen wollte, dass ich eventuell doch noch nicht so fit sein werde zu dieser Zeit. Naja, und als ich dann in Finnland eben war zum Training, hat mein Handy früh morgens geklingelt, mein Manager war dran und hat halt gesagt, we are back, baby. Ich so, ja, wie we are back? Ja, die UFC hat sich gemeldet. Sie kommen nach Berlin dieses Jahr und sie wollen dich nochmal mit an Bord haben. Ich hatte dann auch 3 Monate Zeit zu trainieren. Und ja, das war dann auch der erste Trainingstag von meinem Trainingslager für meinen Kampf in Berlin.
Ich habe hier gute Trainingspartner und es kommen auch immer von außerhalb Leute, die mich beim Training unterstützen. Ich habe Trainer, sogar die von weiter her kommen, um mich zu trainieren. Ich war in den 8 Wochen nicht einen Tag alleine. Also es gab nicht einen Tag, wo ich keinen Besuch hier im Gym hatte von hochkarätigen Kämpfern aus dem Innen- und aus dem Ausland. Peaceful Violence. Dafür stehe ich. Also 2 Wochen vor dem Kampf trainiere ich dann vielleicht noch so 3-4 Mal richtig hart und der Rest vom Training liegt dann eher im regenerativen Bereich, so dass ich mit der Technik scharf bleibe, aber dass der Körper sich trotzdem für den anstehenden Kampf erholen kann. Es macht ja keinen Sinn, wenn man völlig erschöpft in den Kampf geht, sondern man soll da frisch und ausgeruht sein, aber ein bisschen trainieren sollte man natürlich trotzdem, um eben die Technik frisch zu halten, aufzufrischen und eben messerscharf in den Kampf zu gehen. Das ist doch noch gut geworden. Nur ein bisschen Paddelboot fahren gehen. Schreib was rein. Ich bin dabei. Ich bin auch dabei, ja. Coole Idee. Boote sind immer schön. Ich bin eine alte Wasserratte. Deshalb fühle ich mich richtig wohl auf dem Oberfläche. Hast du ein Paddelboot oder leihen wir uns aus? Ich habe ein eigenes Paddelboot, aber wenn wir halt alle aufs Boot drauf wollen, dann würde ich nur sagen, wir holen uns ein Trinkboot. Die kosten 6 Euro für eine Stunde oder sowas. Okay. Hallo. Hallo. Können wir ein Boot ausleihen oder ist es ja, ein Tretboot für eine Stunde? Jawohl. Alles klar, okay. Hey, yo. Wo ist Lenkrad? Ach, hier. Rückwärts. Volle Fahrt. Backbord. Ohne Scheiß, da würde ich gerne wohnen, verdammt. Wenn ich UFC-Champion werde, hol ich mir hier meinen Crib, Alter. Und jeden Morgen gehe ich raus auf die Terrasse und sag, bei mir läuft, Bruder, bei mir läuft. Wo sollen wir hin, Jungs? Da? Oder lieber dahin? Oder doch vielleicht lieber dahin? Naja, das hat hier die Stadt Balingen zu meinen Andenken gemacht. Das erinnert an meine Ohren, wie schön sie mal waren, bevor ich mit MMA angefangen habe. Mittelmäßig. Das macht er jeden Tag. Mittelmäßig außergewöhnlicher Ausflug. Aufregend. Auch mittelmäßig aufregend, das Ganze hier. Ja, ich bin ja hier groß geworden. Ich kenne den See. Ich verbringe hier viel Zeit. In den See habe ich mindestens 100 Mal reingepickt. Was? Wenn die Jungs zu Besuch sind zum Trainieren, gehen wir auch öfter mal hin. Ist eine schöne Entspannungsoase hier, man kommt ein bisschen auf andere Gedanken und kann ein bisschen, gewinnt ein bisschen Abstand zum Training. Das ist auch wichtig, dass man mal den Kopf nicht immer nur im Gym hat. Ich meine, wir leben dort, wir trainieren dort, wir hängen dort den ganzen Tag rum. Ist auch mal gut, ein bisschen rauszukommen, in die Natur zu gehen. Da kriegt man neue Kraft und einen freien Kopf und später kann es dann wieder weitergehen. Haben
stark. Peter ist in Topform. Ich bin mir sicher, dass er das Samstag in Berlin machen wird. Ja, wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen Feinschliff gemacht, die letzten Drills, nochmal die ganzen Bewegungen durchgegangen, Muscle Memory. Und ja, fühlt sich stark an. Jede Technik ist on point, wie man im Englischen so sagt. Und ich bin mir sicher, dass er den Sieg nach Hause fährt. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das vorzeitig wird. Gut, also er hat einen sehr, sehr guten Jab, seine Kicks sind sehr, sehr gut, er hat einen guten Taekwondo-Background und wir haben die Sachen einfach ein bisschen nur ausgefeilt und seitdem ist er wirklich auch im Stand richtig gut geworden und er hat sich auch darauf spezialisiert, dass er im Kampf eigentlich so lange mithalten und punkten kann, bis sein Gegner zu Boden bekommt. Aber wenn du dich entscheidest, stehen zu bleiben, dann kommt auch ein Konter und dann hat er bis jetzt auch immer gesessen. Ich trainiere bestimmt schon seit 6 Jahren mit ihm und habe ihn noch nie in so guter Form gesehen. Insbesondere, dass alles zusammenpasst. Sowohl mental als auch körperlich ist er im Moment total auf der Höhe. Wir sind uns siegessicher und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich würde mal sagen, alles, was wir zusammen erlebt haben und auch alles, was er erlebt hat in seiner Karriere, das kommt jetzt zum Tragen. Super verlaufen, er ist verletzungsfrei und deshalb werden wir in Berlin werden wir Peter 2.0 sehen. Seit Tagen esse ich nichts anderes. Ab und zu gönne ich mir einen Löffel Mandelmus. Einfach nur ein bisschen, dass ich einen guten Geschmack im Mund habe. Besteht nur aus Fett. Fett bindet nicht so viel Wasser. Also, das war mein Essen die letzten Tage. Aber die Effekte sind sehr positiv. Ich bin nur noch 4,5 Kilo von meinem Wunschgewicht entfernt. Man macht diesen Weight Cut, um einen Gewichtsvorteil dem Gegner gegenüber zu haben. Ja? Ich bin am Freitag mit 77 Kilo und am nächsten Tag 85 Kilo. Wenn ich das nicht mache und mein Gegner macht es, dann wiegt er ja 7, 8 bis 10 Kilo mehr als ich an trockener Muskelmasse, weil wir sind ja alle sehr gut durchtrainiert. Und das ist dann ein deutlicher Nachteil, den ich im Ring habe. Also grundsätzlich probiere ich so natürlich wie möglich zu essen. Also ich probiere möglichst wenig Fertigsachen zu essen, sondern einfach eben alles roh im Supermarkt zu kaufen, nicht großartig zu erhitzen und dann eben so zu essen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist eben das Gewicht machen. Ich muss mit meinem Gewicht am Tag vorher auf 77 Kilo runterkommen. Ich laufe rum mit ungefähr 88 Kilo, 89 Kilo. Also das ist ein großer Gewichtsverlust. Ich mache 12 Kilo in einem Monat, so in 4-5 Wochen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das hängt mir echt schon zum Arsch raus, das Essen. Du isst und es schmeckt einfach nach gar nichts. Es ist kein Salz, keine Gewürze, nur in Wasser gekocht. Ich weiß nicht, ja. Wenn jemand sagen würde, ich muss das bis zum Rest meines Lebens nur das essen, erschieß mich bitte. You have trouble here, and you're on your back. Two things, that's all. Two things. Ja, auf dem Etikett steht ja destilliertes Wasser, chemisch rein, für Auto, Haushalt, Hobby, Camping und Wahnsinnige, die im Käfig kämpfen. Also genau das Richtige für mich. Nee, man trinkt destilliertes Wasser, da sind keine Mineralien drin, auch kein Salz. Salz bindet Wasser im Körper, destilliertes Wasser ist reines Wasser, spült alles raus. Man sollte nicht zu viel davon trinken, sonst kann es gefährlich werden. Aber dosiert in der richtigen Dosis hat es eben den Effekt, den ich haben will. Es spült Wasser aus meinem Körper. Und das ist das, was ich hier mache. Deshalb trinke ich das zwar. Genau, in der Elevator. Ich hasse diesen Drehtür. Aufwärts. Nochmal. Haken. 1, 2. 1, 2, Uppercut. Nochmal. Das
It's a snack. This is your snack. Yeah, we'll talk about that tool necessary. To the back. Arm lock straight. I wanted to walk out and practice this face off. Walking out, shake hands, and then right in the face, and don't back up. All right? I don't care if it hits in the face, the hands, the shoulder, the body. I don't care. First impact, it takes about 15-20% of your energies away from your opponent. Okay? This is going to be the first. Let's find it out. Simple. Relax. You ready? Ready? Go! Beautiful place, your family. You feel most relaxed in your life. You walk outside of your house and you get to a field and you have to feed your family. There's no one there. There's a freaking gazelle. A fucking gazelle. It's there. It's fast. You must get away from it. And if you feed your family, you'll feel good about yourself, you know? If you don't feed the family, this gazelle, you know, it will escape, you know? So how are you going to trap this gazelle? It's afraid of you. Let me go. It wants to get away from you. It doesn't want to face you. But you need to feed your family, you know? So you think in your mind, every single step you take towards this gazelle, it gets more and more confused. The gazelle does not want to be with you, okay? He knows as soon as you grab him, he's screwed, you know? He's done. And then you feed your family, okay? So, only you imagine, and only you describe to me with your eyes closed, after you're done, what happened? How you caught the gazelle? Go. Okay, I don't care. 5 minutes, 2 minutes. Take your time. Alright, so how'd you catch the gazelle? Yeah? I jumped in the back and choked. Yeah? Ha ha ha! Alright, bro, open your eyes. Awesome. That's what I'm gonna see. That's what I hear. This is a good joke, right? That's awesome. I like the answer. That was good. I never heard that answer before. I've done this before. I never heard it until I'm back. I guess I'll choke it out. I heard I cornered it and it couldn't walk away. Alright. That's an 18. Hast du jetzt irgendeine Anspielung? Nein, nee, ich könnte das mit dir auch erzählen. Nimm einem Mann das Wasser, nimm einem Mann das Essen und die Frauen, dann sieht er so aus wie ich jetzt. Ganz schön streng. Ja, er hat Fisch gegessen. Entweder hat irgendjemand schon seit Tagen nicht gebracht. Ein bisschen Salz hinterher oder so? Ja, kann ich auch. Ja. Ich nehme hier ein Entspannungsbad. Also das Bad dient dazu, die Körpertemperatur zu steigen. Also ich gehe jetzt gleich ganz rein ins heiße Wasser, liege hier dann ungefähr 20 Minuten. Dann ist mein Körper richtig heiß und dann packe ich mich ein in den Schwitzanzug und schwitze. Und mache den Durchgang ein bis zwei Mal, dann müsste ich mein Gewicht haben, weil es ging jetzt über Nacht sehr gut runter. Auch gestern beim Training habe ich nochmal viel rausgeschwitzt. Und es ist eigentlich ganz easy. Ich habe es mir ein bisschen schwerer vorgestellt, weil ich ja von 90 Kilo untergekommen bin, aber hat perfekt funktioniert. Nur noch 2 Kilo. Ja, 2 Kilo ist easy. Ich habe schon 5, 6 Kilo an einem Tag gemacht. Das war dann schwer. Aber 2 Kilo, das ist ganz okay. Business as usual. Danke. Ich habe einen Musikwunsch, während ich hier schwitze. Ich bitte einmal griechischer Wein von Pascal Krauss. Okay, ich bin bereit.
Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Jetzt Achtung, Refrain. Und alle. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder, schenk noch mal ein. Denn ich spür die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. Ach, da steigert das Gemeinschaftsgefühl. So gemeinschaftliches Singen ist sehr gut, ja? Ja, doch. Ladies and gents, please put your hands together. It's Peter Zapata! Beim Wiegen, beim Staredown, wenn man sich in die Augen guckt, dann denke ich mir immer irgendwas und ich bilde mir ein, dass sich diese Gedanken auf meinen Gegner quasi übertragen, also sowas wie eine Telepathie. Aber der Kampf, zumindest im Kopf, beginnt dann schon beim Weigh-In. 170 pounds! Ja, durch den Kopf geht mir dann halt immer nur so, Junge, morgen bist du dran. Fühlt sich fast ein bisschen so an, wie frisch verliebt zu sein. Also. Das Essen war gut, ich bin wieder aufgefüllt, fühle mich schon wieder besser. Morgen ist es soweit, jetzt der letzte Abend. Werden wir nur zu zweit ein bisschen durch die Stadt latschen und alles ein bisschen genießen und einfach die ganzen Kameras und die ganzen Sachen von drumherum vergessen, die Konzentration auf den Kampf legen. Und morgen kann's dann losgehen und ihr verpisst euch jetzt auch.
Ja, der Walk-in diesmal in Berlin wäre wirklich was ganz Besonderes. Vor allem, wenn man bedenkt, einfach aus was von der schweren Zeit ich zurückgekommen bin. Einfach mit meiner Krankheit und dem ersten UFC-Run und naja, dass man einfach eben genau wusste, so, jetzt geht's los. Von diesem Moment habe ich so lange geträumt, einfach in so vielen Trainingseinheiten, wo ich über die Grenze gegangen bin und wo ich mich echt richtig abgefuckt habe und kurz vorm Kotzen war, weil es einfach so anstrengend war, dachte ich immer an diesen Moment so. Irgendwann kommt der Moment, wo der Vorhang aufgezogen wird und ich laufe wieder in diesen Oktagon rein. Ich hatte dieses Bild ganz genau vor Augen und ich wusste, dass früher oder später, dass ich wieder meine Chance bekomme und dass ich sie dann nutzen werde. Und als in diesem Moment so weit war, hat sich die ganze Energie entladen, weil ich eben, ja, in dem Moment bin ich davor schon tausende Male durchgegangen und ich wusste dann halt eben, jetzt ist es endlich soweit. Also ich muss wirklich sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt, es gab keinen Ort, an dem ich lieber gewesen wäre als dort. Also das war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wo ich eben sein musste. Es hat einfach alles perfekt gepasst. Richtige Erlösung und unbeschreiblich gutes Gefühl. Und in dem Moment wusste ich auch, für was ich mir diese ganzen Jahre an Quälereien eben angetan habe. Und es ist eigentlich unglaublich, man kann das nicht begreifen und verstehen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Die Leute fragen sich ja, wieso tut er sich das an, wieso macht er das? Und es ist nicht wegen Geld oder wegen dem Ansehen oder wegen dem Respekt oder was auch immer, es ist eben wegen diesen Momenten. Ja, man setzt sich die Ziele, man erreicht das Ziel. Und es ist einfach nur ein richtig geiles Gefühl gewesen. Also ich kann es gar nicht beschreiben. The winner by unanimous decision, Peter Zabotta! Can you put into words what this means to you? What, is there any words you can say what this victory means to you? Put into words. It means the world for me. I started to fight when I was 4 years old in judo, and I did it for all my life. I was never good in school. All I did was training martial arts, and I did well in martial arts, and that's it. Now in the UFC, I won the fight. It's great. Bei mir läuft, Bruder. Ey. Jetzt nur noch 2-3 Mal gewinnen, dann kann ich mir das Haus am See kaufen. Alter. Wohin gehen wir überhaupt? In die Kabine. Wo du das hin tust? Warte mal. Es ist nach voll geil. Aber nicht Finanzamt zeigen. Ich gehe Schweiz. Ja, sehr, sehr emotionaler Tag für mich. Ja. Ich musste ehrlich gesagt mit den Tränen kämpfen nach dem Kampf. Weil einfach nur, ich hatte einfach nur das Gefühl, endlich habe ich es geschafft, nach all den Jahren, seit ich in der UFC bin und eben von diesem ersten Sieg träume, ist es jetzt endlich gelungen. Nach so vielen Jahren, mein erster Sieg in der UFC ist unbeschreiblich. Und mit so vielen Fans, die da waren und mich angefeuert haben. Also sportlich gesehen ist es auf jeden Fall der größte Tag meines Lebens.
Ich will jetzt einfach mal erstmal kurz meinen Vater und meine Schwester sehen. Die sitzen im Publikum und meine Freunde will ich sehen und einfach alle umarmen. Und dann mal gucken, was noch mit den Ladies geht. Nein, Spaß. Thank you.